willkommen zur Andacht hier aus unserem Gemeindehaus in Ahlden. Schön, dass Sie sich einen Moment Zeit nehmen, sodass wir gemeinsam feiern können. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und so sind wir versammelt als Online-Gemeinde. Ob vom Sofa aus oder vom Arbeitsplatz, lassen Sie uns Andacht feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Losung bzw. der Lehrtext für den heutigen Tag steht im Kolosserbrief im 3. Kapitel. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Wie viel Wort des Herrn wohnt eigentlich bei Ihnen zu Hause? Komische Frage. Beim Lesen dieser Tageslosung von heute konnte ich nicht anders, als mir das Ganze einfach mal bildlich vorzustellen. Wie kann man Christi Wort bei sich wohnen lassen? Und zwar reichlich. Schnell musste ich an die Bibelsammlung in meinem Arbeitszimmer denken. Die Bibel, das Wort Gottes. Und es sind tatsächlich reichlich Bibeln. Hier habe ich Ihnen nur eine kleine Auswahl aufgebaut. Manche sind ganz alt, manche ganz neu. Bibeln in unterschiedlichen Sprachen und Übersetzungen. Bibeln extra für Kinder, besondere Schmuckausgaben, alles ist dabei. Und ich möchte Sie einladen zu einer kleinen virtuellen Ausstellung und zum Schauen, was wir hier alles an Bibeln aufgebaut haben. Während wir die Bibeln zeigen, lesen wir Ihnen Psalm 121, die Verse 7 und 8. Immer wieder die gleichen Verse, aber in immer unterschiedlichen Sprachen und Übersetzungen. Der Herr behüte dich vor allem Bösen. Der Herr wacht gewiss über dein Leben. Der Herr behütet dein Gehen und Kommen, von heute an bis in alle Zukunft. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in, from this time forth and forevermore. Kyrios phylaxai se apo pantos kaku, phylaxai ten psychen su. Kyrios phylaxai ten aisondon su kai ten exodon su apo tu nun kai eos tu aionos. Adonai yishmacha michalra, gishma et nafshecha. Adonai yishma tzetecha, uvocha, me'ata ve'at olam. Der Herr wird dich behüten vor jedem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Der Herr behütet dich, wenn du gehst und wenn du kommst, jetzt und für alle Zeit. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft. So unterschiedlich sehen Bibeln aus und klingen Bibeln. Und eine Übersetzung der Bibel möchte ich Ihnen heute nochmal ganz besonders vorstellen. Nämlich diese hier, die Basisbibel. Die bezeichnet sich selbst als die innovative Bibelübersetzung von heute. Seit dem Jahr 2003 wird von ganz vielen tausend Menschen daran gearbeitet, diese Bibel auf den Weg zu bringen. Denn das Besondere an der Basisbibelübersetzung ist, dass sie nicht von einigen wenigen Experten übersetzt wurde, sondern dass immer wieder Menschen mit einbezogen wurden und sie Leuten zum Testlesen gegeben wurde. Und so bin ich selbst schon als Jugendliche mit dieser Bibel in Kontakt gekommen, weil wir in unserer Jugendgruppe auf einmal einen Text vorgelegt bekamen und gefragt wurden, könnt ihr den mal lesen und könnt ihr mal sagen, ob ihr das so versteht? Wo müssen wir uns vielleicht noch verbessern? Wo wird damit nicht genau das gesagt, was eigentlich gesagt werden soll? Schaut doch mal. Und schnell kamen wir ins Gespräch und haben immer gefragt, was möchte Jesus denn wirklich sagen? Verstehen wir das so? Was soll das Ganze eigentlich? Das ganze Testlesen ging am Ende weit über nur das Testlesen hinaus und war eine ganz spannende Diskussion und tolle Erfahrung. Meine Faszination für diese Basisbibel hat über die Jahre nicht nachgelassen. Was Sie hier sehen, ist das Neue Testament und die Psalmen, denn die sind schon lange fertig. Das Alte Testament
wurde aber immer noch weiter übersetzt. Ich habe dann als registrierte Testleserin mich immer gefreut, wenn ich ab und zu mal ein fertiges Kapitel bekommen habe und das Testlesen und natürlich auch bewerten durfte. Jetzt endlich ist die Basisbibel tatsächlich fertig. Ab Januar 2021 wird man die komplette Ausgabe im Handel kaufen können. Ich freue mich sehr darauf, sie dann endlich mal ganz in der Hand halten zu dürfen. Und gleichzeitig finde ich es fast ein bisschen schade, dass die Zeit der Diskussionen und Korrekturen dann vorbei ist. Ich hoffe, dass auch im fertigen Zustand die Bibel uns dazu anregen kann, ins Gespräch zu kommen und nachzufragen, was Jesus uns denn da eigentlich sagen will. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. In der Basisbibel heißt der Vers übrigens, das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne in reichem Maß bei euch. Aber ganz egal, welche Übersetzung Sie nutzen, ich kann Sie nur ermutigen, lassen Sie Ihre Bibel nicht im Regal stehen. Schauen Sie rein, lesen Sie. Und wenn Ihnen etwas nicht gefällt oder Sie eine Frage dazu haben, umso besser, fragen Sie nach. Lassen Sie uns über Christi Wort im Gespräch bleiben. Gott beten. Herr Jesus Christus, du hast dein Wort der Liebe zu uns gesprochen. Wir bitten dich, lass uns dein Wort hören und lass uns über dein Wort im Gespräch bleiben. Lass uns, was du uns sagen willst, nicht nur mit dem Kopf verstehen, sondern auch mit unserem Herzen. Und lass uns nach deinem Wort handeln. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht im Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.